Viel ist nicht mehr zu sehen von der einst so gesicherten Grenze. Fast 22 Jahre nach der friedlichen Revolution hat sich die Natur ihren Platz zurückgeholt und die Narben zwischen dem Vogtland und Oberfranken fast verschwinden lassen. Wo heute Bauern ihre Felder bestellen und Wanderer den Ausblick genießen, standen sich bis 1989 Grenzsoldaten der DDR und der Bundesrepublik gegenüber. Zwischen ihnen ein schier unüberwindbarer Grenzstreifen. Im Schutzstreifen selbst gab es auf DDR-Seite verschiedene Einrichtungen. Sehr markant immer diese Beobachtungstürme gewesen, aber auch Hundelaufanlagen, Erdbeobachtungsbunker und in unmittelbarer Grenznähe die sogenannten vorderen Sperranlagen. Das war alles bewaldet hier, das hier war Feld und Wiese vom Rittergut. Rudolf Schwab und seine Frau Janina sowie Theo Beckstein verbindet sehr viel mit der Grenze. Das Ehepaar lebt seit 1972 in Possek, unmittelbar an der Grenze im damaligen Sperrgebiet. Theo Beckstein aus dem oberfränkischen Regnitz-Losau leistete ab 1966 hier seinen Dienst bei der bayerischen Grenzpolizei. Nach der Wende lernten sich die Schwabs und die Becksteins kennen und können seitdem viel erzählen. Zum Teil waren ja auch diese Grenzorgane zwischen den beiden Zäunen, Hinterlandzaun oder Signalzaun, wie wir das bezeichnet haben, und der erste Metallgitterzaun. Und die sind hier, das war das Tor offen, sind rausgefahren. Und wir dachten natürlich, na, irgendwas Besonderes. Der steigt dann durch die Dachluke vom Viererhaus oben rauf. Und ich habe dann rüber geschaut mit dem Fernglas. Und auf einmal winkt der. Das war ja für uns was ganz Neues. Ne? Und da habe ich auch rübergerufen, hallo, wollen wir mal eine Zigarette miteinander rauchen? Nee, rauchen tue ich nicht. Aber ein Bier können wir trinken. Dann habe ich gesagt, was denn für eines? Na, ein Bürgerbräu. Bürgerbräu, das war so sächsisch gesprochen. Das war das Einzige, was ich in diesen vielen Jahren sprechen konnte. Wir durften zwar kein Fernglas besitzen, aber wir haben trotzdem eins gehabt und haben drüber geschaut und haben die Busse oder die Leute beobachtet, die dann hier an diesen Zaun oder an den Schlagbaum, an den waren zwei Stämme, wo die dann da standen. Von Sinstwehr. Kennzeichen haben wir damals noch nicht gekannt, was das war, das konnte man nicht erkennen. Dass die Grenze den Titel Todesstreifen zurechtträgt, bekam Rudolf Schwab in seiner eigenen Verwandtschaft deutlich zu spüren. In der Nacht vom 31. Juli zum 1. August 1958 wurde hier bei Bobenneukirchen, unweit von der Grenze entfernt, sein erst 21-jähriger Bruder Helmut erschossen. Das war Kinoveranstaltung, dann kam ein schweres Gewitter, Stromausfall und mein Bruder wollte oder hat eine Freundin heimgeschafft und da waren hier, wo der Wald jetzt ist, das waren alles Häuser gestanden und hier unten wohnte die. Und hier, wo wir jetzt stehen, war auch ein Haus und da war ein kleines Vorhaus dran und dort haben sich die Soldaten untergestellt, weil es so gewittert hat angeblich. Und scheinbar waren sie eingenickt oder irgendwas, ich weiß es auch nicht. Gut, ich war zu dem Zeitpunkt, war ich 10 Jahre alt. Und mein Bruder schaffte die heim und kam wieder zurück und die sind erschrocken und sind hoch und haben geschossen. Es waren zwei Schüsse, eine in die Beine und eine in den Oberkörper von meinem Bruder und der auf der Stelle, so ungefähr von hier 10 Meter weiter hinten, lag er mitten auf der Straße. Der Tod seines Bruders wurde zu DDR-Zeiten vertuscht und konnte auch nach der Wende nie richtig aufgeklärt werden. Es war nicht der einzige Todesfall bis zum Mauerbau 1961. Schon früher gab es Verletzte und Tote, als Menschen die damalige Demarkationslinie zwischen der sowjetischen und den westlichen Besatzungszonen überwinden wollten und erwischt wurden. Mit der Polizeiverordnung von 1952 wurde ein 10 Meter breiter Kontrollstreifen angelegt. Eisenbahnlinien, Straßen und Wege wurden unterbrochen. Die ersten Schneisen wurden in den Wald geschlagen und es wurden Stacheldrahtzäune errichtet.
Im Zuge dieses Auf- und Ausbaus der Sperranlagen und auch dieses DDR-Grenzgebietes gab es zwei große Zwangsaussiedlungswellen 1952 und 1961, in deren Verlauf also über 12.000 DDR-Bürger aus dem DDR-Grenzgebiet, insbesondere in diesem 500 Meter Schutzstreifen, ins Hinterland zwangsumgesiedelt worden sind. Einzelaussiedlungen sind noch bis Mitte der 80er Jahre belegbar, meistens im Zusammenhang mit Republikfluchten. Gut zwei Monate nach dem Mauerbau in Berlin bekamen auch Gerda Günther und ihre Tochter Gisela aus dem ehemaligen Widersberger Ortsteil Ebersberg eine dieser Zwangsaussiedlungen hautnah zu spüren. Früh um 6 Uhr sind die Autos angeholt und da war ich drin Schweinefedern, weil ich da in der LBG war, hat die Schweineaufzucht gemacht und am Waldrand oben ist so Grenzsoldat vorbeigelaufen. Und da habe ich zu ihm gesagt, ach, aber heute ist ein Betrieb, was ist denn da los? Und da sagt er zu mir, heute Abend werden Sie schon wissen, was los war. Mein erster Gedanke war, oh, jetzt geht der Krieg los, weil man ja in der Schule immer wurde erzählt, vom Westen die Imperialisten, die wollen den Sozialismus kaputt machen. Und das habe ich ja geglaubt, wenn das die Lehrer sagen. Und über Weile kommt die Tochter über den Hof weg und sagt, Mutti, sollst heimkommen? Wir werden mit ausgesiedelt, also wir werden fortgeschafft. Die haben schon die Kisten in der Küche stehen gehabt und Decken und Zeug. Ja, und dann haben die Leute unser Zeug eingepackt, haben oben im Schlafzimmer eingefangen. Bei der Aktion mit dem Titel Kornblume musste die gesamte Familie das zwei Jahre zuvor fertig gebaute Haus verlassen. Nur der Großvater konnte bleiben. Besonders schwer war die Zwangsumsiedlung für Gerda Günthers Mann Albert. Viele, die haben sich ja umgebracht schon, die sofort geschafft haben, die es nicht geschafft haben, wo man es gehört hat, die haben sich oft aufgehängt und so. Ich habe immer gesagt, tu uns das bloß nicht an. Das ist Schande für uns. Im Gegensatz zu anderen Umgesiedelten, die teilweise bis hinter Dresden geschafft wurden, fanden die Günthers hier im Neustädter Ortsteil Siebenhitz eine neue Bleibe. Entschädigt wurden sie nie. Und auch den Grund für die Zwangsumquartierung wissen sie bis heute nicht. Im Prinzip war eher damit verbunden eine gewisse Sozialdisziplinierung der Bevölkerung. Das heißt, derjenige, der sich also nicht systemkonform verhielt, musste eben rechnen, zwangsausgesiedelt zu werden. An der Grenze wurde indes immer weiter aufgerüstet. Drahtsperren, Minenfelder, Signalvorrichtungen und Beobachtungstürme sollten den sogenannten antifaschistischen Schutzwall verstärken. Das Gravierendste war dann diese Selbstschussanlagen, die ja wirklich auch sehr gefährlich waren. Hier vorne im Schusstrichter befanden sich etwa 80 scharfkantige Metallsplitter in Wachs eingegossen. Die detonierten also vergleichbar einer Handgranate, aber richtungsgebunden durch diesen Schusstrichter. Auf 10 Meter tödlich, maximale Schussentfernung etwa 120 Meter betragen. Insgesamt wurden über 60.000 dieser Splitterminen SM-70 auf etwa 450 Kilometern Grenzlänge hier an der ehemaligen innerdeutschen Grenze auf DDR-Seite montiert. In Possek selbst bekamen die Menschen nur wenig von den Arbeiten an der Grenze mit, erzählen die Schwabs. Hier im Sperrgebiet, wo die Gäste nur mit einem Passierschein hinein durften, herrschte ein ruhiges Leben. Mit all seinen Nach-, aber auch Vorteilen, was zumindest die Versorgung betraf. Bei uns in unserem Konsum, also wir hatten da wirklich Glück gehabt. Man musste uns ja da auch bei Laune halten, will ich mal so sagen, dass wir kurz vor dem Eisernen Tor hier eben ruhig waren. Die Versorgung war klasse und ja, war schon so okay. Wir mussten auch nicht, es gab auch genug Bier. Wir mussten uns nicht noch ein Bier anstellen, wir haben immer genug Bier gekriegt. 37 Jahre lang trennte hier eine menschenverachtende Grenze Familien und Freunde aus Sachsen und Bayern. Wie viele hier geflüchtet, verhaftet, verletzt oder getötet wurden, kann niemand genau sagen. Experten gehen davon aus, dass an der knapp 1400 Kilometer langen innerdeutschen Grenze zwischen 600 und 800 Menschen ihr Leben auf der Flucht in die Freiheit verloren. ...1989 war der Albtraum zu Ende. Der eiserne Vorhang fiel und die Ruhe im damaligen Sperrgebiet war vorbei.
Endlich konnten sich Freunde und Verwandte aus beiden deutschen Seiten wiedersehen. Und es wurden neue Bekanntschaften gemacht. Wie die zwischen den Schwabs und den Becksteins.